Moin, sind ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Call of Duty Video. Und heute spielen wir mal das Call of Duty, was ich als allererstes so ganz exzessiv gezockt habe. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 0. Nein, mein allererstes eigenes Call of Duty, was ich online richtig, richtig viel gespielt habe, war Advanced Warfare. Nachdem jetzt 95% von euch abgeschaltet haben, geht's jetzt ab und ich will gar nicht lange lesen, sondern wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So, ihr Lieben, da sind wir nun drin. Ja! Okay. So, ihr Lieben, da sind wir nun drin. Ach du Heilige, sind das nostalgische Erinnerungen, obwohl es gar nicht so... Ach du liebes Lieschen, die springen ja höher als meine Oma. Da ist doch eine Maus. Warum tötet die Maus denn keiner? Der ist da oben. Da liegt er. Der liegt da. Ach du liebes Rosettchen, ist das ein scheiß schnelles Spiel. Das ist es. Das Spiel, was ich... Ja, das ist eigentlich das erste Call of Duty, was ich aktiv gezockt habe. Alter, was ist das denn für eine Waffe? Die kenne ich ja gar nicht. Habe ich ja gerade zum ersten Mal aufgehoben und die geht ab wie meine Mutter auf Crack. Hier zu boosten, wenn man so an Black Ops gewöhnt ist. Ich habe das Gefühl, man fliegt gar nicht richtig nach vorne, sondern nur nach oben. Alter, Eva, was geht denn die ab, die Waffe? Alter Finne. Die ist ja besser als alles. So, jetzt wird hier aber mal ein bisschen ausgetickt. Wir versuchen jetzt hier mal ein bisschen Streaks aufzubauen. Ach, so boostet man nach vorne. Kein Wunder, dass ich immer nach vorne... Ach, jetzt verstehe ich wieder. Sorry dafür. Meiner. Oh, jetzt gehen sie überall ab. Oha, schnell weg. Ich bin ganz schön am Bluten. Blute mehr als meine Mama. Hier mal so ein Gerät rein, was auch immer das ist. Nein! Du Affenkobbes! Ich war doch knapp davor. Was ist das jetzt hier? Ach, das ist dieses Vulkan. Ja, genau. Beruhig dich. Und das Mäuschen da. Nee, da. Komm. Warum ist das so langsam? Scheiße! So, ich habe mal den Sniper rausgegrammt. Damit war ich mega gut. Also, das ist jetzt. Ich laber jetzt hier nicht dumm rum. Ich war wirklich richtig gut mit dem Sniper. Bin ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, nee, bin ich nicht mehr. Wie war der jetzt nicht drauf? Ich glaube, mein Schwein pupt. Der war ja so drin. Der war drin. Läuft doch. Der Hase hoppelt. Der MLG Face. Detlef ist wieder da. Feindliche Drohne. Deine Oma ist eine feindliche Drohne. Die alte Sau. Und Butz, Junge, hier gibt's jetzt richtig auf die Nase. Hier gibt's richtig Drupp. Der war Drupp und der da hinten ist auch Drupp. Das habe ich doch gerochen, Leute. Jetzt gehe ich hier richtig ab. Face, Detlef, zu dem D, zu dem SOS. SOS. Oh, Leute, jetzt gehe ich ab. Ich werde zum richtigen Rage-Monster. Mäuschen, du Mäuschen, das erzähle ich so dermaßen deiner Mama. Wenn deine Mutter wüsste, dass du mich 50 vor diesem Ding geholt hast, die wird sagen, du bist mir aber auch mal ein Junge, wie kann ich den jetzt nicht? Das ist die größte Scheißstreak auf der ganzen großen weiten Welt. Da komm hier. Der haut mich. Es gibt ja wieder dieses Knifen hier, dass man mit einem Hit knifet. Oh nee, da muss man sich alles erst... Ja, boah, nee, ist das stark. Oh, Leute, ey, was hab ich für ein Aim? Es macht eigentlich Spaß, wenn man mal auch eine Herrschaftsrunde finden würde. Oh, shit, Junge. Der hat gerade richtig einen reingedrückt bekommen. Die arme Sau. Der hat sich jetzt gedacht, ja, super. Oh, jetzt ist er wieder da, der Sniper-Pro. Detlef, die Horschel. Wo kam der jetzt her? Ich glaube, mein Rosettchen wird ganz warm. Oh. Ich werde wieder geschlagen. Ich sehe nichts mit den Scheißbrillen. Aber, da muss ich jetzt aber mal ganz ehrlich sagen, das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. So, wir spielen jetzt die M1 Irons, heißt die, glaube ich. Dazu habe ich mal ein Klassen-Setup gemacht. Heute möchten wir uns ein bisschen um die M1 Irons kümmern und ich möchte euch mein Klassensetup zu dieser Waffe zeigen. Nicht schlecht, oder? Da habe ich noch richtig Pep hinter den Ohren gehabt. Und das ist mal wieder so typisch AW, dass der Typ abgeht. Was hat der denn für eine Waffe? Die kenne ich. Repulsor? Da spielt man mal ein halbes Jahr ein Spiel nicht und dann sind da 50.000 neue Waffen im Game. Abgefahren. Wieso schießt die Scheißwaffe denn nicht?
Der Russe flippt aus. Der Russe flippt aus. Alarm! Alarm! Der Russe flippt aus. Sag mal, haben die alle so ein Auto-Hauen dabei? Oder warum werde ich gerade nur gefistet? Geht doch! Ja, hauen kann ich auch, du Lumpen! Du Schweinebacke! Du, Sau. Hä? Was? Wieso war der denn jetzt nicht drauf? Das kann doch nicht sein! Ich stehe direkt hinter dem Russen und der Typ hat ein Rad ab! Lever Action, das sind Waffen, die habe ich noch nie beim Gun. Der hockt da in der Ecke. Ich glaube, ich krieg die Pusteln. So, jetzt die Donnerbüchse. Das ist eine Waffe, die lädt gerade mal 8 Sekunden nach. So, ich hole mir trotzdem den Russen. Oder nicht? Ich habe gesagt, ich hole mir den Russen, dann hole ich mir den Russen. Die, oh, wie lange die nachlädt, Alter. Die haben ein Rad abgehabt mit der Waffe. Okay, 8 Sekunden waren es jetzt nicht, aber... Och, komm, der Russe! Ja, klasse. Wenn man mit der Waffe mal daneben schießt, dann kann man eigentlich schon einpacken. Komm, gib mir die ASM-1. Ich raste hier schon. Geh da hoch! Der Gegner ist überall. Der Russe steht 15-4. Es ist Ru... Tschüss. Was soll ich jetzt hier machen mit meiner Donnerbüchse? Ich kann ihn noch nicht mal hauen. Jetzt wird wieder von überall... Kriegt der Horschel rein. Die spielen Waffen, die habe ich noch nie gesehen. Ich hätte gerne mal diese Repulsor. Mann, lass mich doch eine Sekunde mal, du dummer Russe. Och, nee, och, nee. Ich habe gar keinen Bock auf den Russen. Der Russe dreht völlig am Rad, wie im echten Leben. Mein Rosettchen blutet. Hier wird gespielt, als würde es keinen Morgen geben. Och, komm. Und der Russe ist natürlich wieder da. Der Russe ist überall gleichzeitig, habe ich das Gefühl. Also gegen den Russen hat das jetzt nun wirklich gar keinen Spaß gemacht. Leute, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mal sehen, dass das mein erstes Call of Duty war, was ich wirklich exzessiv gespielt habe. Guck mal, der Russe mit 30-7, ey. Wirklich mein erstes Call of Duty, was ich ganz exzessiv gespielt habe. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, freut mich wie immer riesig. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.